Guten Morgen, ihr lieben Leute. So schön, dass ihr hier seid, dass ihr wieder aufgestanden seid, hierher gekommen sind oder online dabei seid und einfach bereit seid, Gottes Wort zu hören. Wenn ihr hier seid und eure Herzen öffnet, dann wird Gott zu euch sprechen. Das ist ganz klar. Und ey, ich möchte gleich wieder von Anfang an beten, weil ich weiß, Vater im Himmel, ich weiß, ohne dich kann ich nichts machen. Du hast wirklich das Anrecht, durch mich zu reden. Egal, was ich vorbereitet habe, was ich gemacht habe, du darfst durch mich reden und alles verändern, wenn du möchtest, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass du nur die Wahrheit sprechen lässt und danke, dass du Herzen berührst, dass du Beziehungen rettest, dass du Heilung bringst, egal ob körperlich oder seelisch. Danke, dass du hier bist und dass du mit deiner vollen Kraft hier bist. Danke, dass du Wunder wirken lässt. Und ich danke dir schon jetzt für die Zeugnisse, die passieren werden. Amen. Hey, es ist so ein Vorrecht, einfach hier stehen zu dürfen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich benutzt, einfach ein Teil der Church zu sein. Und wisst ihr was, ihr gehört dazu. Egal, ob ihr nur einmal im Jahr hier seid oder nicht, ihr gehört zu Gott, ihr glaubt an ihn und ihr seid in seiner Familie. Und die Beziehung mit Gott, die ist gewachsen bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber von Anfang bis jetzt ist die Beziehung gewachsen. Und uns als Church liegt es so fest auf dem Herzen, über Beziehungen zu reden. Darum haben wir so eine Serie, eine Miniserie, wo aber nicht am Stück ist, sondern immer wieder mal darüber gesprochen wird. Und dem sagen wir Beziehungsbooster. Yes. Und einfach, dass ihr auch nochmal wisst, wenn ihr die Vision, die auf unserer Webseite ist, noch nicht gelesen habt, möchte ich einfach ein kleiner Teil vorlesen, wo die Grace Church Vision. Wir glauben an eine Kirche, die inwendig, auswendig und in ihren Beziehungen gesund ist. Die Beziehung von Jesus und von Gott zu dir ist gesund. Zumindest von deren Seite. Wie du das findest, das weiß ich nicht. Aber ich kann dir garantieren, wenn du Gott darum bittest, dass er dir helfen soll, dass du die Beziehungen gut siehst, dann wird dein Leben sich verändern. Wenn du den Fokus auf ihn hältst und je besser und je schöner, dass du Jesus siehst und unserem Vater im Himmel, je besser wird es dir gehen. Und der Titel der Predigt ist immer so ein bisschen schwierig für mich herauszufinden, aber er kam dann, ich habe Gott darum gebeten und er kam dann ziemlich schnell. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Freunde ich nachher noch habe, aber es ist mir egal. Der Titel der Predigt ist, ihr Männer, liebt eure Frauen. Also ich glaube, vielleicht habe ich nachher mehr Kolleginnen als Kollegen und Freunde. Genau. Hey, ich möchte euch einfach ganz kurz mit auf die Reise nehmen, wie es war, als ich eine Frau wollte. Ich hatte davor Beziehungen und irgendwann kam der Punkt, als ich zu Gott gesagt habe, so jetzt ist es fertig. Die nächste Frau, die ich bekomme und mit der ich zusammen sein werde, die ist für mein Leben. Ich möchte nicht mehr das Hin und Her haben. Ich möchte die nächste Frau, die soll meine Frau werden. Und sonst will ich keine. Ist mir egal. Dann gehe ich total nur mit dir und fertig. Und dann, das war der circa eineinhalb Jahre nach meiner letzten Freundin. Und
Und dann kam Fasnacht, oder? Fasching. Dann ging ich mit meinem Kollegen, wir waren Fußballer, wir durften natürlich keine alkoholischen Getränke trinken, aber dann hat er seine Cousine oder Kuckusine da getroffen und die hat eine Freundin gehabt, die hat sehr, sehr gut ausgesehen und meine Augen haben sich auf die Frau fokussiert. Da drüben sitzt sie. Winke mal bitte. Und wir haben uns 6 Monate, also circa ein halbes Jahr kennengelernt, bevor wir zusammengekommen sind. Es war wirklich eine super Zeit, außer dass ich mal einen Korb bekommen habe zuerst. Also sie haben mir zuerst abgesagt und dann war ich ein bisschen, ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann konzentriere ich mich nicht mehr auf dich. Darum werde ich auch nicht mehr im Ausgang so mit dir reden. Und, so. Und das hat sie dann ein bisschen so gekränkt. Und dann irgendwie kam es dann wieder dazu, dass wir wieder miteinander geschrieben haben, geredet haben und dann sind wir zusammengekommen. Aber bevor wir zusammengekommen sind, es war nicht so einfach. Es war wirklich sehr, 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 sehr hart. Ich als Fußballer, es war EM 2004, EM, Europameisterschaft, Viertelfinale, Tschechien gegen Dänemark. Was für ein Tag. Dann kommt ein Anruf von Nadja und sagt, möchtest du mit ins Open-Air-Kino gehen? Oh mein Gott! Was soll ich machen? Okay, ich habe Gott darum gebeten, dass die nächste Frau... Ich muss ja auch einen Schritt machen, oder? Ich meine, okay, ich komme mit. Ich meine, da war Tschechien gegen Dänemark. Ich habe 3 Tore verpasst. 3 Tore! Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, den Jan, wie heißt der? Kohler. Jan Kohler, so großer Mann, Tor geschossen und 2 Tore von Milan Baroš. Milan Baroš, oh mein Gott, ich hab's verpasst, Mann. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich da gewesen wäre und das Spiel angeschaut hätte. Aber ich weiß, was ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht ins Kino gegangen wäre. Und es ist, von dem, der Tag war der 27.06.2004. Ja, genau, 2004, das sind schon ein paar Jahre her. So 17 Jahre und 301 Tag sind es heute. Oder in Minuten. Nein, also ich habe jetzt, ist 11 Uhr jetzt? Ja, fast, okay. 9.373.800 Minuten sind es um 11 Uhr circa. Ah, Wahnsinn. Nicht schlecht. Also ich hatte so viele Schmetterlinge im Bauch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war mir eigentlich schon fast zu viel, weil so viele Schmetterlinge, das ist ein bisschen anstrengend. Nein, ihr kennt das Gefühl, wenn ihr verliebt seid, die Schmetterlinge im Bauch. Und ich hatte die Schmetterlinge im Bauch. Ich hatte sie. Wisst ihr was? Fällt es heute nicht mehr so, dass ich die Schmetterlinge nicht mehr habe. Vielleicht so extrem, aber ich glaube, dass wir Menschen vielfach uns einfach auf etwas fokussieren, was man denkt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ich sage immer, die Verliebtheit an sich, wie es am Anfang war, war vielleicht, es war einfach anders. Man hat über alles hinweg gesehen. Kennt ihr das? Jede Macke. Es spielt keine Rolle. Alles ist gut. Es ist so schön. Aber die Liebe... Die Liebe, die ist gewachsen. Weil am Anfang war vielleicht noch keine Liebe so in dem Sinn da, so wie wir das kennen, wenn wir lange zusammen sind, sondern die Liebe wächst und die ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und trotzdem glaube ich, auch wenn es nicht so ist, dass ich die Schmetterlinge im Bauch habe, dass Gott alles machen kann. Und ich glaube, und dafür bitte ich auch dann meine Frau dafür, dass wir zusammen beten, dass auch dieses Gefühl wieder zurückkommt. Glaubt ihr das, dass Gott das machen kann? Also wenn ihr in einer Beziehung seid, egal ob es jetzt in der Ehe ist oder sonst, auch mit Kollegen, Freunden, glaubt ihr, dass Gott diese Beziehung, obwohl er denkt, ich glaube, das kommt nicht mehr, aber dass er es machen kann, dass es wieder perfekt wird?
Also wenn Paulus Menschen verfolgt hat, Christen verfolgt hat und Jesus ist ihm begegnet und er hat sich gewendet und ist für das Reich Gottes gestorben. Also das ist so eine Wende, also wenn er das hinbekommt, dann bekommt er sicher jede einzelne Beziehung, die er glaubt, die kaputt ist, wieder in die richtige Ordnung. Amen? Yes. Wo bin ich? Genau, ja, okay. Eben die schlechten Gewohnheiten, das wollte ich ansprechen, oder? Ich meine, eben am Anfang ist man so verliebt und man schaut über die schlechten Gewohnheiten hinweg. Und das war ja bei mir auch so. Aber irgendwann dann kommen so kleine Dinge, oder? Ich meine, ich bin der Nassabwischer streifenfrei, bin ich. und Nadja, vielleicht nicht ganz so streifenfrei. Und wenn ich dann so schaue, dann habe ich mich aufgeregt, oder? Dann habe ich mich aufgeregt. Ich gebe es zu. Das war wirklich so. Und ich meine, das sind wirklich die kleinen Dinge, die einem manchmal so stören. Aber wie viele Dinge sie vielleicht gestört hat, dass ich die Wäsche mal da legen lasse, dass sie immer die Wäsche macht und so weiter, das habe ich vielleicht in dem Moment nicht so gedacht. Und was passiert dann? Ja, du lässt die Küche immer mit Streifen übrig. Ja, und du machst die Wäsche nicht und du machst das nicht und du machst das nicht. Also es ist immer so, wenn wir uns gegenüberstellen und einander Dinge vorwerfen, dann kommt es immer zu Streit. Ist es nicht so? Und ich frage mich, was hat Jesus mit uns gemacht? Wirft Jesus uns auch immer Dinge vor, die wir nicht so gut machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und als wir zusammen als Paar auch immer wieder darüber gesprochen haben und erkennen durften, dass und wie Gott uns gelehrt hat, dass er uns bedingungslos liebt. Bedingungslos. Ohne Bedingung. Das heißt auch, das war ein Eheversprechen von mir an meine Frau, ich werde dich bedingungslos lieben. Und ich weiß es zu 100% und ich hoffe, dass ihr mir das glaubt. Ich selber kann das nicht. Ich schwöre euch, ich könnte das nicht. Aber mit der Kraft von Jesus Christus ist wirklich alles möglich. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Wenn ihr da seid und Probleme damit habt, mit eurem Partner, mit eurem Lieben, den ihr geliebt habt oder immer noch liebt, mit so viel, ihr wünscht euch die beste, ich weiß, dass jeder von euch die beste Beziehung wünscht, egal ob mit dem Nachbarn, egal, man wünscht sich doch die besten Beziehungen, man wünscht sich's doch, aber man kann manchmal einfach nicht. Ich bin da, haben wir Diskussionen, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, stehe ich im Bad und denke, jetzt gehe ich nach zu meiner Frau und sage, das. Ja, Jesus, ich weiß, du liebst mich, egal was ich für Seich gemacht habe. Und obwohl ich Lügen erzählt habe, ob ich das gemacht habe oder jenes gemacht habe, du liebst mich. Aber ich kann jetzt gerade nicht zu meiner Frau gehen und... Okay, Vater, mach du, ich kann nicht. Aber ich weiß, dass du mich liebst und dass du ihr schon lange vergeben hast. Und ich möchte einfach, dass deine Kraft in mir wirkt und dann hilf mir. Und dann gehe ich ins Zimmer und dann bricht mein Stolz und dann kommt es und ich kann vom Herzen sagen, ich liebe dich, meine Frau. Egal, was du gemacht hast, was du getan hast, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber glaub mir, ich selber kann das nicht. Ich selber kann das nicht. Und ich hätte, also wenn ich sehe, was in unseren Familien rundherum, in meiner Familie passiert ist, dass es gab so viele Scheidungen. Und ich habe zu Gott gesagt, Vater, wenn ich in die Ehe gehe, dann
möchte ich nicht, ich möchte mich nicht scheiden lassen. Weil ich sehe das nicht, dass du kannst mich verformen. Du kannst mich verformen. Und nicht, du schaffst das, mit dir schaffe ich das, aber ich kann das einfach nicht. Und ich bitte euch wirklich von ganzem Herzen, geht zu Gott hin, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr nicht könnt, dann macht das und es wird passieren. Ich meine, meine Frau, sie ist die Planerin. Die Planerin. Und ich bin der Spontane. Und ich habe fünfmal hatte ich Fußball in der Woche. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag noch Spiel. Und dann, wenn ich Zeit mit meiner damaligen, war sie ja Freundin noch, hatte, und dann kam am Anruf nachher, nach dem Training, gehen wir noch dort und dorthin. Dann habe ich mal einfach gesagt, ja, ich komme mit. Und Nadja blieb dann zu Hause. Ja, ich habe gesagt, ja, Fußball ist ja nicht das Gleiche. Ich meine, das ist nicht Ausgang und so. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass sie, weil ich mache ein Telefon, ich hatte so viele Freunde, verschiedene Freunde, Kollegen, da musste ich nur schnell Telefon machen und da konnte ich gehen, wenn sie mal spontan irgendwo hingegangen wäre. Das hat sie ja nicht gemacht, sie hat mich immer vorher informiert, dass ich auch Zeit habe, um etwas anderes zu organisieren. Und dann gab es so viele Diskussionen. Wieso bist du schon wieder eingeschnappt, nur weil ich mit den Kollegen wohin will? Ja. Ich meine, Mann, wo bist du? Studiere ein bisschen, wie clever bist du? Und dann war es so, dass wir halt natürlich darüber gesprochen haben und gesagt, sie hat einfach gesagt, ich brauche Zeit, ich möchte vorher mit meine beste Freundin hat schon ein Kind, die muss sich organisieren und so weiter und so fort. Und ich brauche einfach vorher Zeit, damit ich etwas abmachen kann. Und dass ich nicht so überrascht dastehe und du gehst und ja, hallo. Und dann hat es auch bei mir Klick gemacht. Und dann ging es so weit, dass ich an den Wochenenden, manchmal habe ich so gedacht, jetzt wäre ich schon gerne mal wieder mit meinen Kollegen auf Weg. Aber es war schon wieder Samstag oder Freitag. Ich habe nichts abgemacht. Ich habe mich dann langsam selber an mir aufgeregt, dass ich nichts abgemacht habe. Aber ist das jetzt Ihre Schuld oder meine Schuld? Ja, selber Schuld, würde ich mal sagen, oder? Und ich merke einfach, dass so viele Sachen, dass mich so viele Sachen aufgeregt haben an meiner Frau, wo aber eigentlich ich selber schuld bin. Und wenn ihr vielleicht auch mal in eure Beziehungen reingeht, dann überlegt mal, was ist bei euch denn zuerst so dran? Und eben das mit dem Krach, also wenn man sich die Vorwürfe macht, also das ist wirklich es geht um Kommunikation, es ist so ein gutes Tool und das möchte ich euch einfach von Herzen mitgeben. Dass die Kommunikation ist so etwas Wichtiges. Kennt ihr das, wenn man manchmal etwas sagt und der andere gegenüber versteht es völlig anders, als dass du das gesagt hast. Und der ist auf einmal eingeschnappt und irgendwie böse auf dich oder was auch immer. Kennt ihr das? Genau. Nein, gar nicht. War für eine Frage, Ronny. Gut, und das habe ich so mitbekommen, meine Pastorenfreunde werden jetzt sicher lachen, wenn ich das erzähle, aber sogar meine Frau und ich lachen darüber, wenn wir merken, dass der andere Partner so anfängt zu reden, möchte er dir etwas mitteilen. Ich mache ein Beispiel. Also versucht wirklich erzählt deinem Partner oder deinem Mitmenschen eure Gefühle, anstatt vorzuwerfen, was sie falsch machen. Also das wäre so, das würde so aussehen, mein Schatz, wenn du so sprichst, dann denke ich, dass du etwas gegen mich hast. Ich weiß, das ist mein Gefühl und es tut mir leid, dass ich dieses Gefühl habe, aber dieses Gefühl tut mir nicht gut und sag mir bitte, wenn du anders denkst, als ich denke, dass du denkst.
Okay, ist ein bisschen viel. Ha, bitte? Okay, gut. Also, versucht einander wirklich eure Gefühle zu sagen und zu sagen, schau, ich fühle so und es tut mir leid, dass ich einfach so fühle, aber dieses Gefühl macht etwas mit mir und bitte hilf mir, das zu ändern. Ich brauche dich dazu, dass wir das ändern können. Und das ist nur Kommunikation, miteinander reden, sich verstehen lernen. Und wenn wir das machen, ich meine, es ist so ein einfaches Tool, wieso nutzen wir das nicht? Und wenn eine Frau kommt und einfach sagt, hey, weißt du was, in mir drin ist so ein komisches Gefühl und dann weiß ich schon, sie will mir was sagen. Aber es ist ganz anders, als wenn sie sagt, hey, du befiehlst mir jedes Mal das und das, anstatt dass sie sagt, wenn sie mir irgendetwas sagen will, was ich machen soll, dann ist es, ja, es ist einfach etwas anders, wenn sie einfach mit von ihren Gefühlen spricht. Das will ich euch einfach mitgeben. Versucht, miteinander zu reden und keine Vorwürfe zu machen, weil Gott, was macht er? Macht er uns noch diese Vorwürfe? Dass er kommt und sagt, schau, du hast das und das falsch gemacht, schau, du hast jenes und jenes falsch gemacht. Macht ja auch er nicht. Auch er gibt mit uns Gnädigung. Hast du einen Fehler gemacht? Ja, ich bin für deine Sünden gestorben. Ah, oh. Ganz spannend, ja. Kennt ihr das? Wenn eure Frau kommt oder euer Partner gegenüber und da kommt und sagt, kannst du nicht schnell im Garten? Oder kannst du nicht schnell diese Wand malen? Kannst du nicht schnell? Schatz, was ist schnell? Das sind 2-3 Tage. Kennt ihr das? Und bei mir war es sehr, sehr oft so, vielleicht passiert es heute auch noch. Schatz, kannst du nicht morgen oder kannst du nicht heute das und das machen? Und dann geht bei mir Laden und oh Mann, nicht schon wieder. Als habe ich doch schon vor einem halben Jahr. Ah, kennt ihr das? Das ist unglaublich. Nur, hey, Gott hat mir gezeigt, wenn ein Kollege anruft und sagt, kannst du mir schnell helfen im Garten? Yes, ich komme! Wann soll ich dort sein? Und man hat nur noch Freude, etwas zu machen und ihm zu helfen. Dann frage ich mich, letztes Mal war es so, als Nadja mich gefragt hat, ich so, ging so runter so. Dann auf einmal, wenn der Kollege mich das gefragt hätte, dann wäre ich gesprungen, hätte Freude gehabt. Vater, es tut mir leid. Meine Frau ist mein Partner und ich liebe sie über alles. Und ich liebe es, für sie Sachen zu machen. Ich liebe es. Es macht auch, weil nachher, immer danach, wenn ich etwas gemacht habe, habe ich natürlich auch Spaß und ein bisschen stolz. Ah, ich habe das gemacht, schaut gut aus. Und, oder? Ich meine, aber die Entscheidung in dem Moment, wo wieder der Unfrieden kommt, der beherrscht uns manchmal so viel mehr, als dass wir, hey, das ist unser Paar, das ist unsere Ehe. Das ist die Frau, die ich liebe von ganzem Herzen. Und wie, wenn die mal was fragt, was ich machen kann, dann werde ich enttäuscht. Komisch, nicht? Also da, an wem liegt es jetzt? An meiner Frau, wenn sie mich fragt, ob sie was haben kann, oder an mir? Merkt ihr was? Es geht meistens um uns selber. Und ich war da an einem Punkt, weil soll ich jetzt heiraten, soll ich nicht, was ist richtig? Da war ich auch mal an einem Punkt, wo ich das mich gefragt habe, weil Nadja hat sich und ich mich natürlich auch, wir haben uns geändert in den 10 Jahren, bevor wir geheiratet haben. Dann nach 11 Jahren haben wir geheiratet, nach 10 hat sie den Heiratsantrag bekommen. Aber wir haben uns verändert und ich habe mich gefragt, ja, will ich jetzt noch heiraten? Weil vorher war es doch so, vorher war es doch so. Aber glaubt ihr, dass ich mich auch verändert habe? Und dann kommen, das sind so wie soll ich sagen,
Man hat immer eine Vorstellung, wie der andere sein muss. Aber wenn ich Jesus anschaue, meint er nicht, dass er denkt, dass seine Gemeinde so und so perfekt wäre? Aber sind wir es als Gemeinde? Sind wir das so perfekt, wie Jesus es sagt, oder wie er sich es wünscht? Aber ist er trotzdem für uns gestorben? Ja, er liebt dich trotzdem. Auch wenn nicht alles immer so läuft, es geht um die bedingungslose Liebe. Bedingungslos. Nur weil meine Frau jetzt mal ein bisschen anders denkt, oder das spielt doch keine Rolle. Aber es war schwierig für mich. Wir haben am ganzen Anfang von unserer Beziehung haben wir sehr viel miteinander gebetet. Dann kam eine Zeit, wo das eben nicht mehr so war. Und für mich war das, hey Gott, du hast mir die Frau gegeben und jetzt ist da nicht mehr so das, was mir sehr wichtig ist. Und dann wurde ich noch verrückt auf meine Frau, weil sie da hier im Gottesdienst so den Ring angeschaut hat. Das stand statt zuzuhören. Und dann hat sie mir gesagt, so, ich höre zu, wenn ich will. Und dann kam, sie hat recht, sie hat ja recht. Und dann kam der Punkt, als ich zu Gott gesagt habe, ich habe gebetet, dass du mir die richtige Frau bist und dass das die einzige Frau ist. Und du weißt, dass ich mehr in Gottes Reich investieren will. Aber so kann ich nicht. Ich habe keine Lust dazu zu diskutieren, zu machen und zu tun. Du hast sie mir aber gegeben, da bin ich mir sicher. Ich übergebe sie dir. Und ich schaue jetzt auf mich. Also nicht so das Egoistische, aber ich lasse sie machen und das ist deine. Mach du mit ihr. Wenn du willst, dass ich mehr für dich tue, dann mach du das. Ich nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Es war eine Last weg von mir. Und Gott hat sie so wunderbar und so perfekt für mich gemacht. Sie ist so eine Ergänzung zu mir. So wie Jesus für uns in unserer Schwäche, wo wir schwach sind, ist er stark. So ist meine Frau. Wenn ich schwach bin, ist sie stark in meiner Beziehung. Sie hilft mir, das zu kompensieren, wo ich schwach bin. Und umgekehrt ist das ja auch so. Es ist so etwas Gutes, so eine Ehe zu haben. Aber glaubt ihr, aus meiner Kraft kann ich das nicht. Und wenn ihr euch so Ehen wünscht, dann geht zu Gott hin, am besten zusammen. Es gibt sogar eine Studie, die habe ich mal ganz verwunderlich in einer Landeszeitung von uns gelesen, im Liechtenstein. Da stand, wann die Leute sich am meisten scheiden lassen und die Ehen, die am meisten und am längsten halten. Die Ehen, die am meisten und längsten halten, sind die, die zusammen sind und beide gläubig sind und miteinander beten. Spannend. Sehr, sehr spannend. Und die nicht gläubig waren und niemand betet, die waren eigentlich die am meisten auseinandergehen. Also, das ist schon ein Geheimnis, das ihr jetzt bekommen habt. Geht zusammen hin und betet. Geht hin mit euer Anliegen zu Gott. Und ich kann euch auch sagen, mit allen Anliegen. Wir haben zu Gott gebetet, dass wir zusammen den besten Sex haben. Und, ja Michi, ich weiß, du kannst noch nicht darüber reden. Du kannst nicht darüber reden, aber kannst du ganz kurz rausgehen? Nein, er kann alles machen. Gott kann wirklich alles machen. Und wenn es das euer Herz ist, dann geht zu Gott hin. Eigentlich ist es so einfach und trotzdem ist es manchmal für uns so schwierig, weil wir einfach andere Muster bei uns drin haben. Aber Fokus Jesus, Fokus Gott. Ich meine, da kommen wir zu dem Gedankenkrieg manchmal, jetzt bin ich schon wieder zu weit. Genau. Wer von euch hat schon mal gebetet, dass sich sein Partner verändern soll?
Okay. Und ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, sich selber zu verändern. Es ist wie die Gemeinde, die das Gesetz vorschreibt, was ihr machen müsst und tut. Und die Leute fangen noch mehr an zu sündigen, weil sie dem Glauben schenken. Aber wenn wir uns ändern in der Gnade, in der Liebe, dann wird sich mein Gegenüber verändern. Wenn ich aber Anforderungen stelle, dann kommt das entgegen und es wird nicht klappen. Aber wenn wir aus Liebe, aus der Gnade, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat, wenn wir so reagieren, dann wird etwas zurückkommen und die Person wird sich verändern. Nicht, weil du ihm das gesagt hast, sondern weil du dich einfach, dein Gegenüber einfach trotzdem liebst, so wie er ist mit seinen Macken. Und eben, nach 10 Jahren habe ich es gecheckt. Es ist Zeit zu heiraten. Ich habe es wirklich gecheckt und habe dann einen Heiratsantrag gemacht. Und das war eine Entscheidung. Das war eine Entscheidung. Und eben rundherum sind so viele Ehen kaputt. Vielleicht auch ein bisschen Angst, dass das bei mir auch passieren könnte. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich Gott darum gebeten habe, dass er mir die richtige Frau schenkt. Und habe dem einfach Glauben geschenkt und gesagt, ich habe es jetzt nach 10 Jahren gecheckt und er war immer noch nicht böse auf mich. Und ich habe sie geheiratet und es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und Entscheidungen haben Kraft. Die haben Kraft und die werden was bewirken. Was wir aber gemacht haben, auch in der Ehe, ist, dass wir schon über so viele Dinge zuvor gesprochen haben. Wollen wir Kinder, wollen wir keine Kinder, wie erziehen wir sie? Was auch ganz ein wichtiges Thema war, was bedeutet Fremdgehen für euch? Was bedeutet das? Das haben wir besprochen. Und ohne dass jetzt meine Frau die Bibel irgendwie kannte, hat sie gesagt, nur schon den Gedanken an den anderen ist Fremdgehen. Ich kann euch sagen, ich hatte Beziehungen, als ich an andere Frauen gedacht habe. Und es war mir nicht bewusst. Aber als ich mit Nadja gesprochen habe, war es so, dass ich gedacht habe, wenn meine Frau an jemand anders denken würde, es würde mir das Herz zersprengen. Aber ich habe gesagt, Vater, ich kann nicht, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Hilf mir, dass ich da bin und dass ich die Gedanken weg habe. Und etwas kann ich euch sagen, die Gedanken sind immer wieder gekommen. Aber wisst ihr was? Die Gedanken, das hat Joseph Prince mal gesagt, das sind wie Vögel über euren Köpfen, die sich kreisen. Aber ihr entscheidet, ob sie ein Nest bauen auf eurem Kopf oder nicht. Und wenn die Gedanken kommen, ich habe den Heiligen Geist, ich habe gesagt, du bist mein Helfer und ich möchte, dass du mich jeden Tag daran erinnerst und sobald irgendetwas falsch läuft, dass du mich daran erinnerst, dass ich zu dir komme und dass ich das, was die Wahrheit ist, dass ich das ausspreche. Und wenn die Gedanken kommen, dann sage ich, fahr ab, Satan, fahr ab. Danke, Jesus, danke, Vater im Himmel, dass du mir die beste Frau geschenkt hast, die zu mir gehört, die zu mir gehört. Ich danke dir dafür und ich kann sagen, die Gedanken sind weg. Und wenn sie wiederkommen, am Anfang war es vielleicht, komm wieder, fahr ab, Satan, du hast nichts verloren, Gott hat mir die geschenkt und das ist das Beste, was je passiert ist. Und ich danke dir dafür. Es sind unsere Entscheidungen, die wir treffen. Dass Gedanken kommen, da können wir nichts machen. Aber es beginnt auch, die Gedanken werden immer weniger und weniger und weniger und weniger und weniger und weniger. Das kann ich euch sagen. Ich habe das so erlebt. Und ich bin so dankbar, weil ich weiß, ich kann es nicht. Aus meiner Stärke kann ich es nicht. Aber aus seiner darf ich es. Eben, meine Frau hat gesagt, nur schon die Gedanken daran
fremd zu gehen. Das steht einfach für euch in Matthäus, den Screen habe ich nicht, aber Matthäus 5, 27 bis 28. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat sich seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und für mich ist es auch, für die Leute, die jetzt in einer Beziehung sind, ist es eigentlich für mich sehr spannend. Was kann der Ehepartner machen, damit sein Gegenüber keine andere Frau oder Mann begehrlich anschaut? Lass uns das in der Bibel anschauen. Es ist wichtig. Gehen wir in 1. Korinther 7, 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Also ihr Männer, wenn Frauen Sex haben möchten, dann bitte macht das auch. Ebenso aber auch die Frau dem Mann und umgekehrt. Und in einer anderen Übersetzung steht, der Mann leistete der Frau die eheliche Pflicht, aber auch die Frau dem Mann. Und jetzt lesen wir aber weiter, wir lesen weiter. Die Frau verfügt nicht mehr über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Und jetzt kommt's. Damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also wenn ihr wollt, dass euer Gegenüber, euer Partner keine anderen Gedanken hat, dann ist das eine Lösung, dass ihr euch einander nicht entzieht. Ich meine, denkt an die erste Liebe zurück, wie schön. Das gehört einfach dazu. Und das ist ein Schlüssel, wo wir einfach wissen dürfen, hey, Gott wird uns in dem segnen. Weil der Satan kommt und versucht, weil Gott weiß, dass es für uns schwierig ist. Wisst ihr, ich bin so ein bisschen, also ich weiß nicht, so aufgewachsen, ist nicht von meiner Frau oder so, aber die Umgebung, unsere Kollegen und so weiter, die sagt uns oder hat uns gesagt, so habe ich es früher so aufgenommen, die Männer sollen die Hosen anhaben. Kennt ihr das? Und wurde es uns jetzt einfach nur so eingeredet oder steht es auch in der Bibel? So, lesen wir 1. Korinther 11, 3. Aber bitte, wenn ihr das lest, es geht noch weiter. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt, Klammer, das Haupt, Entschuldigung, ich lese es zuerst ohne Klammer. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also, hier steht eigentlich schön die Reihenfolge, es ist Gott und Jesus ist sogar Gott untergeordnet, wir Jesus und Frau, der Mann. Aber es ist noch nicht alles. In Epheser 5, 22 bis 24, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, als wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männer. In allem, sagt er da. Aber ihr Männer, vielleicht habt ihr das schon eurer Frau so gesagt. Hast du gesehen? Du musst dich unterordnen. Aber zu wem hat er es geschrieben? Zu wem spricht Gott jetzt? Zur Frau oder zum Mann? Zur Frau, oder? Er sagt, ihr Frauen, ordnet euch. Okay, jetzt ihr Männer, bevor ihr irgendetwas sagt zu eurer Frau, dass sie sich unterordnen soll, liest weiter. Denn in Epheser 5, 25 bis 27 steht, und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus
die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leib für sie hingegeben. Er ist für sie gestorben. Ha, jetzt schaut zuerst, bevor ihr das andere nimmt, dass ihr das zuerst macht, bevor ihr der Frau sagt, dass sie sich unterordnen soll. Geht zuerst, Gott, du hast mir das gesagt, okay, ich versuche mal das zu machen, bevor ich mit dem Finger auf den anderen zeige. Seid ihr damit einverstanden? Und ich sage es so, ich habe mich entschieden, bei der Vorbereitung an die Predigt habe ich zu mir gesagt, diesen Vers nehme ich und ich sage, ich gebe mein Leben hin für meine Frau. Aus der Kraft von Jesus mit der Autorität, die er mir gegeben hat. Und wenn ich den nächsten Vers lese, 26, um sie zu einem heiligen Volk zu machen, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Also von der Gemeinde hat Jesus allen Schmutz, alle Verfehlungen abgewaschen. Und ich als Mann möchte zu meiner Frau sagen, damit meine Frau Jesus in mir sieht, so wie ich Jesus mit dem Schmutz meiner Verfehlungen abgewaschen hat, so möchte ich mit meinen Worten und mit meinem Tun, durch die Kraft von Jesus natürlich auch, meine Frau ihre Verfehlungen vergeben. So hat Jesus die Gemeinde geliebt. Und in 27 sagt er, denn er möchte sie zu einer Braut von makellosen Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln und irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Und ich möchte sagen, durch Christus sehe ich meine Frau als Braut von makelloser Schönheit, die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln und irgendeine andere Unvollkommenheit ist. Weil Christus mich auch so sieht mit meinen Fehlern. Und 28, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. So wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt, tut ihr Gutes, tut sich damit selbst was Gutes. Möchtest du dir selbst was Gutes tun? dann lieb deine Frau und tu ihr Gutes. Und ja, genau, da macht das Sprichwort Happy Wife, Happy Life wieder Sinn. Genau, also ich denke einfach, dass anstatt, dass wir mit dem Gesetz oder mit unseren Forderungen an unsere Frauen lieber aus Gnade handeln, sie lieben, respektieren, wie sie ist, uns die ganze Liebe, unser Leben für sie hingeben. Unser Leben miteinander. Ihr Frauen, eine Frage an euch. Wenn euer Mann sein Leben für euch hingibt, euch liebt, respektiert, ordnet ihr euch nicht gerne euren Männern unter, wenn es so ist? Ich meine, wenn wir die Linie anschauen, Gott, Jesus, Männer, Frauen, auch wir Männer ordnen uns auch Jesus unter. Und Jesus hat sich Gott unterordnet. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus jetzt in mir. Und wenn Christus in mir lebt, dann kommt Gutes raus. Und meine Frau sieht nur Gutes. Und die Gemeinde, wenn wir Jesus predigen, dann kommt was Gutes. Die Gemeinde sieht das, hört das. Und sie verändert sich nicht, weil sie das Gesetz um die Ohren geschossen bekommt, sondern weil sie merkt, dass sie trotzdem geliebt sind, auch mit ihren Fehlern. Und es passiert Veränderungen, nämlich von innen nach außen. Also wird die Frau sich automatisch anfangen, sich so zu verhalten, wie ihr es das wünscht, euch das wünscht. Amen. Und ich denke einfach, so die Bänke nach oben kommen, gerne. Wir haben unsere Eltern als Männer verlassen und sind mit unserer Frau zusammengekommen, damit wir eins sind, damit wir zusammen sind. Und wir sind jetzt, von jetzt weg, ist nicht mehr, nein, meine Mama hat das so gemacht und meine Mama hat das so gekocht, was ich vielleicht auch mal so gemacht habe, sondern
Wir sind ein neues Team. Wir sind ein Miteinander. Und wir sind das beste Team. Es ist etwas vom Schönsten, eine Ehe zu haben, sich zu ergänzen, eine Familie zu haben, miteinander zu gehen. Es ist so etwas Starkes. Auch Jesus sagt, er ist unser Bräutigam. Und wir sind seine Braut. Auch das ist die Beziehung, ist eine, wie eine Ehe. Und ich denke einfach, dass die Ehe, es soll das Beste, das Lustigste, das Spaßigste und das Spannendste sein, das ihr habt. Hey, ich möchte zum Schluss einfach noch mal beten. Danke, oh Vater, du kennst jeden Einzelnen hier drin, wo er steht in seiner Beziehung, oh Vater. Und ich danke dir, dass du das Herz von den Leuten berührst, dass sie dort, wo sie schwach sind, dass du stark wirst, dass sie wissen, dass sie es nicht können, sondern dass sie dich brauchen. Und danke, dass in dem Ganzen jede Träne getrocknet wird, dass wir vergeben können von ganzem Herzen und einfach wie ein Neustart, ein Booster, ein Beziehungsbooster beginnen kann. Und danke, Vater, dass es Zeugnisse gibt aus der Church, und dass die Leute sehen, wie Ehe hier drin gelebt ist. Und ich danke dir und du hast das Anrecht, einfach in uns zu wirken, weil wir brauchen dich. Aber ich danke dir auch schon mit voller Zuversicht, dass wir die besten Ehen hier haben werden. In Jesu Namen danke ich dir. Ihr seid gesegnet. Amen. Restrictions are removed. It's your love that's broken through. I'm free indeed, free indeed. 'Cause you reign in victory. I have all authority. There is power in the name.
das sprechen wir aus über unseren Leben, über unseren Familien und über unseren Ehen. Stronger. Jesus, you are stronger. Jesus, du bist mächtiger. Du bist größer. Du bist stärker. Und weißt du, das ist wirklich Vision unserer Gemeinde, dass wir ein Ort der Heilung sind. Und wir wissen, wir lieben es, wenn an unseren Körpern, wenn wir Heilung erleben. Halleluja. Wir lieben es, wenn Menschen, wenn zerbrochene Herzen geheilt werden, Menschen inwendig wieder heil werden. Halleluja. Und es ist uns auch genauso wichtig, dass wir gesunde Beziehungen haben dürfen. Und es ist Gottes Wunsch für dich und für mich. Und auch wenn du selber keine Beziehung hast, darfst du wissen, das Erste, was Gott dich berufen hat, ist in die Beziehung mit ihm. Und es ist auch heute mein Privileg, dich einzuladen, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, wenn du noch nie ganz persönlich zu ihm Ja gesagt hast. Er ist am Kreuz gestorben, weil er möchte, dass du zurück in die Familie kommst, zurück in die Beziehung zum Vater kommst. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist, dieses Gebet zu sprechen. Und du kannst einfach sagen, Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Jesus, ich glaube, du bist gestorben für mich am Kreuz. Jesus, ich glaube, du bist gestorben für meine Sünden. Du hast bezahlt ein für alle Mal. Komm in mein Leben, ich brauche dich. Und in diesem Moment wird er es tun. Und er wird kommen. Und du wirst in diese Beziehung hineinkommen. Und in diesem Moment wird es beginnen, dass Heilung geschieht, was Beziehungen anbetrifft. Und lass uns gemeinsam diesen Traum träumen hier. Von geheilten Beziehungen. Weißt du, wir haben Zeugnisse hier drin. Wir haben Zeugnisse hier drin, wie auch familiäre Beziehungen komplett heil geworden sind, wo ich mich erinnern kann, wo jemand zu mir gesagt hat, das ist unmöglich, das wird nicht geschehen in diesem Leben. Und wir durften miterleben, wie Versöhnung geschehen ist und Beziehungen wieder da sind. Ich möchte dich einladen, heute ist unser Ministry-Team hier. Sie lieben es, für dich zu beten, auch dir, wenn Gott ihnen ein Wort gibt, etwas weiterzugeben, in dein Leben hineinzusprechen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, auch wenn ihr heute als Ehepaare hier seid oder als werdende Ehepaare, das gibt es ja auch. Lasst für euch beten, geht auch gemeinsam dahin. Lasst für euch beten. Gott kann und Gott will. Und wir glauben hier, wir sind ein Ort der glücklichen Ehen. Amen. Amen. Hey, schön, dass du da bist. Komm auf uns zu. Nimm noch einen Kaffee, hab Gemeinschaft. Wenn du zum ersten Mal hier bist, komm zu unserem Infodesk. Wir möchten dir ein kleines Geschenk geben. Und hey, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich freue mich darauf. Du bist gesegnet. Tschüss.